Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja ihr Lieben, wundert euch bitte nicht über meinen Aufzug. Ich habe eine Strickjacke von meinem Freund an, weil mir super kalt ist. Aber ich glaube, diese Stimmung passt eigentlich so ein bisschen zu meinem Buch, das ich euch vorstellen möchte. Es ist kalt hier gerade, es ist dunkel, also perfekt. Und zwar handelt es sich um 21 dunkle Begleiter von Wulf Jorn, das aus dem CBJ Verlag ist. In diesem Format kostet das Ganze 15 Euro und hat insgesamt 470 Seiten. In diesem Buch geht es um Nika, oder sie wird N-I-K-K-A geschrieben. Ich habe trotzdem Nika gesagt, weil ich Nika irgendwie komisch finde. Am Anfang wird gesagt, ihre Eltern haben sie nach der und der Person benannt, allerdings kannte ich diese Person nicht. Deswegen weiß ich immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber ich denke mal Nika. Nika und ihre beste Freundin besuchen einen Club, der in der Stadt neu eröffnet hat. Und als Nika wach wird oder wiederbelebt wird, war sie 21 Minuten lang tot und ihre beste Freundin Zoe ist verschwunden. Jetzt ist natürlich so die Frage, was ist überhaupt an dem Abend passiert? Wieso hat mir jemand was ins Getränk gemischt? Wo ist Zoe? Wo könnte sie sein? Und was ist da überhaupt alles abgelaufen an dem Abend? Das ist jetzt mal so der Main Plot von dem Buch. Allerdings geht es auch sehr, sehr viel um den Tod oder Nahtoderfahrungen an sich. Denn es geht tatsächlich in der ersten Hälfte des Buches ganz intensiv darum, wie Nika ihre Nahtoderfahrung erstmal psychisch verarbeiten muss. Denn sie hat tatsächlich eine Nahtoderfahrung gemacht. Sie war allein, nackt, hilflos in einem langen, dunklen Tunnel mit anderen Kreaturen, mit anderen gruseligen Menschen. Es war wirklich komplett dunkel. Sie hatte Angst, sie war allein und irgendwann hat sie das Licht gesehen. Und ja, wie das so ist, verfolgen sie diese Albträume aus diesem Tunnel jetzt auch im wahren Leben und sie fragt sich, was davon wirklich real gewesen ist oder ob es real gewesen sein kann, obwohl es logische Erklärungen dafür gibt, was das Gehirn wohl in den letzten Momenten des Lebens in irgendeiner Form, ja, da oben, was sich da halt abspielt, ne, am Ende, wenn man so kurz vorm Verrecken ist. Auf jeden Fall kann sie mit diesen logischen Erklärungen nicht viel anfangen und ja, muss jetzt auch irgendwie mit sich selbst klarkommen, weil sie anscheinend jemanden aus diesem dunklen Ort mitgebracht hat. Und was es damit auf sich hat, möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Allerdings spielt es eine sehr, sehr große Rolle, unter anderem, denn natürlich geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ja ihre beste Freundin vermisst wird und sie jetzt herausfinden muss, was da passiert ist, wo ihre beste Freundin ist und wo sie sich aufhalten könnte oder wo sie vielleicht hin entführt hätte sein können. Das ist so quasi das, worum es in diesem Buch geht. Und Leute, ich muss sagen, natürlich habe ich es mit einem anderen Buch verglichen, was ich von Wulf Jorn gelesen habe. Es steht dem in nichts nach. Also es sind beide Bücher wahnsinnig gut, aber komplett anders aufgebaut. Also dieses Buch hier nimmt richtig schnell Anspannung auf und es ist auch wahnsinnig gruselig. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch nicht gelesen habe, als ich irgendwo alleine war. Ich habe es ja im Urlaub gelesen, das heißt, meine ganze Familie war da, mein Freund war da. Und was ich sagen muss, ich hatte so in der Hälfte des Buches irgendwann so diesen Shocking-Moment. Das hatte allerdings nichts mit der Geschichte zu tun, also es war tatsächlich kein Moment, in dem ich mich gegruselt habe. Also ich habe mich bei dem Buch sehr häufig gegruselt, wirklich. Es waren sehr häufig so Momente, wo ich Gänsehaut hatte, wo ich irgendwie so dachte so, oh mein Gott, oh nein. Aber es war ein Moment, wo ich auch wirklich emotional so hart angegriffen war. Und zwar, dieses Buch geht ja sehr intensiv mit dem Thema Tod oder Nahtod um. Und irgendwann, das war so, es war so ein normaler Satz, der irgendwie in jedem Buch mal vorkommt, so irgendwann sterben wir alle mal. Und ich dann so, ja klar, ist wirklich so. Und dann musste ich das Buch weglegen und dachte so, scheiße, es ist wirklich wahr, irgendwann werde ich sterben. In dem Moment ist mir das so offensichtlich geworden. Ich meine, das ist eine Tatsache, das weiß jeder. Jeder weiß, dass man irgendwann mal sterben muss. Aber ich dachte so, scheiße, momentan sterben so, so viele Menschen. Es ist in meinem Umfeld, sterben gerade, also niemand von meiner Familie, aber es sind gerade
überall in den Medien, auch junge Leute, 40-Jährige, 60-Jährige, gerade ist Cameron Boyce gestorben, Disney-Star, 20 Jahre alt, im Schlaf an einem Krampfanfall gestorben. Ich meine, natürlich weiß man nicht, was da medizinisch vorher gewesen ist, er war wohl schon vorher krank, aber das habe ich dann auch im Urlaub mitbekommen, dass er gestorben ist und ich saß da so, irgendwann werde ich sterben. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, ist da irgendwas? Ich bin tatsächlich noch so ein bisschen derjenige, der daran glaubt, dass da nichts ist. Und dann ist es natürlich wahnsinnig hart, sich vorzustellen, dass man sterben muss, wenn dann nichts mehr ist danach. Und deswegen war ich wahnsinnig, ich habe das Buch weggelegt und ich war so in Schock irgendwie. Und dann war ich ganz froh, wir lagen schon im Bett, ich war ganz froh, dass mein Freund da war. Und ich habe mich dann zu ihm umgedreht und habe mich an ihn gekuschelt. Ich habe dann erstmal aufgehört zu lesen, weil das hat mich so in so eine halb depressive Stimmung gesetzt. Ich meine, ich bin noch nie depressiv gewesen. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht sowas andeuten, aber ich war so, oh mein Gott. Also ich war da richtig, richtig angegriffen auch so richtig, ne? Und das hat mir schon zum Nachdenken gegeben. Also dieses Buch hat bei mir wirklich sehr, sehr viel ausgelöst. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass es sehr gruselig ist. Also es läuft einem als ein Schauer über den Rücken. Es ist irgendwie so Gänsehaut-momentmäßig. Und ich meine, es ist ja auch was Gutes, wenn ein Buch sowas erreichen kann, auch dass man über Sachen nachdenkt. Ne? Auf jeden Fall muss ich dann sagen, dass im Gegensatz dazu, was ich in der Hälfte oder Dreiviertel des Buches so gefühlt habe, das Ende nahezu banal ist. Also bei Die Nacht gehört den Wölfen, das war, glaube ich, das erste Buch, was ich von Wolf Dawn gelesen hatte, war es ja so, dass das Buch langsam an Spannung aufgenommen hat und es war irgendwie das ganze Buch, hat sich so vorangeschleppt und ist irgendwie, es ist zwar was passiert, aber es war irgendwie nicht gruselig, es war so okay, es werden Nachforschungen angestellt. Und zum Schluss auf den letzten Seiten kam so dieser Dreh, der das komplette Buch einmal umgeschmissen hat und dann saß man da und man hatte Gänsehaut und dachte sich so, oh mein Gott. Und dann hat man das Buch zur Seite gelegt und war ergriffen und war so geschockt einfach. Und das war dann das Ende des Buches. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier ist es wirklich so, man liest und es wird gesteigert und gesteigert. Man kriegt so Panik, weil es auch um ein Thema ist, was einem nahe geht, irgendwie, worüber sich jeder Gedanken macht. Und es ist so, oh mein Gott, es ist so gruselig. Und irgendwann denkt man sich so, scheiße, was passiert hier? Weil natürlich ja noch einige Dinge rauskommen. Aber zum Ende hin, ein Drittel oder die Hälfte des Buches ist dann so richtig abflachend, weil das Ende sehr, sehr banal ist. Und tatsächlich alles aus sehr banalen Gründen auch basiert, also oder passiert, wegen banalen Gründen, wegen Gefühlen, die in Menschen ausgelöst werden, die daraufhin Böses tun. Das ist so banal gewesen, mir fällt kein anderes Wort ein, wo zum Schluss dann herausgekommen ist, was passiert ist. Das war dann für mich so, dieser ganze Spannungsaufbau ist dann zum Schluss so schnell abgeflacht, weil es irgendwie so, ne? Und trotz allem fand ich es ein richtig, richtig gutes Buch, weil es, wie ihr ja merkt, wahnsinnig viel in mir aufgebauscht hat. Und wenn ein Buch sowas macht, dann finde ich das schon gut. Ich meine, es setzt sich auch mit Themen auseinander, die sehr ernst sind und über die sich jeder schon mal Gedanken gemacht hat. Aber wenn es dann so offensichtlich angesprochen wird, ist es so krass, weil man sich irgendwie so denkt, so, oh, das ist schon irgendwie übel. Und auch die komplette Geschichte außenrum, es ist wirklich sehr, sehr gänsehautmäßig. Und ja, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich einen Punkt Abzug gebe, weil das Ende halt so, ja, ne? Ich meine, der Autor hat, wie bei dem anderen Buch, das ich gelesen habe, Die Nacht gehört den Wölfen, versucht, zum Schluss auf den letzten Seiten nochmal so einen Dreh reinzubringen. Also es ist genau wie bei dem anderen Buch, das zum Schluss versucht wird, so einen Gänsehaut-Moment irgendwie zu verursachen. Aber das war so für mich so, ja, es war so ein bisschen so, aber es hat nicht das bei mir ausgelöst, wie das andere Buch von ihm gemacht hat. Dafür war das hier in der Mitte sehr viel aufbrausender und sehr viel spannungsgeladener. Das hatte das andere Buch von ihm nicht. Also es sind ja auch beides Einzelbände, nicht, dass ihr mich da falsch versteht, aber ich meine, wenn man Bücher von einem Autor liest, dann ist man ja schon automatisch dran zu vergleichen. Also ist es bei mir auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir haben beide sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Die Nacht gehört und Wölfen, glaube ich, 5 Sterne gegeben. Ich würde mal sagen, ich gebe dem Buch hier 4,8. Also ich will keinen ganzen Punkt abziehen, weil ich alles in allem das Buch wahnsinnig gut fand. Und ich finde auch die Idee, eine Geschichte von einem Mädchen zu erzählen, das sehr lange tot war und wirklich auch ja, eine Nahtoderfahrung gemacht hat und daraufhin eine Geschichte irgendwie drauf aufzubauen, das finde ich schon eine richtig krasse Idee. Vor allem, weil es eben wirklich mit der Psyche spielt und ich glaube, das weiß der Autor auch ganz genau. Also man merkt schon, dass er sich mit der Psyche des Menschen stark auseinandersetzt und weiß, was einen irgendwie
aufregen kann und was einem Gänsehaut beschert. Das hat er ja auch wirklich, wirklich in die Nacht gehört, den Wölfen hat er das ja so krass umgesetzt zum Schluss. Das war ja so wahnsinnig Gänsehautmomentmäßig. Aber ja, ein richtig gutes Buch. Und ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Falls ihr das Buch auch gelesen habt oder noch lesen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr ja schon was anderes von ihm gelesen. Das würde mich dann auch sehr interessieren. Ansonsten einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.